Ich habe es ganz kurz gesehen. Ah, es war auch nur ganz kurz da. So, und jetzt vielleicht länger. Hält aber echt kurz. Was uns der Text sagen will, ist: Willkommen zurück im tropfigen Dschungel. Das Wetter ist schlecht, die Schinder sind nicht gut gelaunt. Und irgendwie ist in der letzten Folge so gar nichts passiert, was daran liegen könnte, dass dieser Dschungel so endlos ist. Richtig. Man sollte nicht bald mal aufsteigen. Brauche immer noch 20.000 XP. Naja, 15.000, oder? Ah, 15. 15, 20, ach. Aber dann kriegt er halt die Mega-Giftpike. Und warum verreckt mein Golem eigentlich dauernd? Der gute Trockenhefe-Golem. Ah, der fühlt sich hier im feuchten Sumpf nicht so, so wohl. nämlich ständig Schaum vom Mund. Au. Wir haben ja hier irgendwie letzten Sommer versucht, die Ameisen mit Backpulver zu bekämpfen. Woraufhin Sammy natürlich nichts Besseres zu tun hatte, als das Backpulver aufzuschlecken. Sich dann zu wundern, warum es kriselt in seinem Mund. Ja, schade. Ich fand es sehr super, als ich einmal irgendwie bei mir hier in der Wohnung Ameisen hatte. Also auch nur so zwei, drei. Und halt nicht genau orten konnte, wo sie herkommen. Und fand sie halt in der Küche und dachte mir, ja gut, Küche hat ja nun auch zwei Außenwände. Kommen die vielleicht da irgendwo her? Keine Ahnung. Hab also eine Ameisenfalle in der Küche aufgestellt. Und habe dann ein bisschen rumgezockt am PC und so 2 Stunden später ging ich in die Küche und fand eine riesige Ameisenstraße von meinem Schlafzimmer in die Küche vor. Sie nämlich leider aus dem Schlafzimmer kam. Scheiße. Aber dann habe ich die Falle einfach ins Schlafzimmer gestellt, aus dem kleinen Löchlein in der Wand, wo sie durchkam und dann War es erledigte wieder. sich das Problem relativ schnell. Nahm eine Silikonspritze, entleerte sie in das Loch in der Wand. Und zwar vollständig. Seitdem beklagt sich mein Nachbar darüber, dass sein Abfluss verstopft ist. Sag mal, ging es da eigentlich noch runter? Es könnte sein, ja. Ja, wir müssen ja auch noch total den Schinder-Dungeon und den Gitbin finden. Na, dann gucken wir da doch nochmal. Ich mache hier nochmal Sprinti mehr. Ja, hier geht's total runter. Boah, und hier sind ganz viele Seelentöter. Soll das keine Seelenmöter. Liebestöter sind? Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Hier ist doch so eine Siedlung. Ja, hier kommt auf jeden Fall der komische Gitbin. Wenn da schon der seltsame Kessel steht, dann. Ja, ich sehe schon. Ich klicke da mal drauf, ne? Der komische Gitbin, der seltsame Kessel. Aber das war er nicht. Ach so, nee, jetzt kommen ja erst Ja, fette jetzt kommen erst die Monster. Viecher. Ah. Da sind sie auch schon. Wie heißt er? Ich hatte nur ganz kurz ein Bild. Ich finde ihn nicht mehr. Sharpdrool the Slasher. Der Gitbin. Dies ist eine mächtige Waffe. Vielleicht kann mir Ormus mehr darüber sagen. Na, dann gucken wir doch mal. Dies ist eine mächtige Waffe. Vielleicht kann mir Ormus mehr darüber sagen. Ey Ormus, ich hab hier was Ja, gefunden. und dann sagt Ormus gleich: Oh, hier ist mein Ring, kannst du haben. Sprechen Sie mit Ashara. Mach ich mal. Dieser Zauberring nützt mir nichts mehr. Jetzt. Alter, warum sammle ich hier eigentlich ständig Pfeile und Bolzen ein? Das Problem habe ich lustigerweise nicht. Dieser Zauberring nützt mir nichts. Hier. Was kann dieser Zauberring denn? Hey, ich habe meinen dritten ledierten Smaragd gefunden. Na, indeed. Fiel mir auch gerade schon auf. Na toll. Ein Ring mit 30 Giftwiderstand. Nützt uns jetzt gerade nicht so viel. Der nützt mir auch später nicht so viel. Wenn du halt einen Widerstand vernachlässigen kannst, dann Giftwiderstand. Ah. Aber, wenn ich das richtig gesehen habe, ist mein Söldner aufgestiegen. Jawohl. Und dann. Bäm. Alter, wie krank es ist durch. Also, es ist halt.
der komische Giftschaden, der damit angerechnet wird. Aber, also mein Söldner macht im Moment 34 bis 82 Schaden. Mit der neuen Waffe macht er 186 bis 223. Krass. Sweet. Räumt er wahrscheinlich alleine auf. Gott, wo in diesem Gewimmel steht Ormus? Ach da. Ah, ich habe einen cooleren Hut gefunden. Cooleren Hut? Ja, macht nämlich auch plus 2 zu Werwolf und macht dazu noch Fire Resist und ein bisschen mehr Def. Nice. Uah. Verknüppel ich den alten nochmal schnell? Ach so, gibt er mir auch noch seinen Ring? Ja. Ach, der ist gar nicht so schlecht. Was macht er? 17 Lightning Resist, bisschen Attack Rating, bisschen Minimalschaden, bisschen Life, bisschen Mana. Oh, das ist echt gar nicht schlecht. Gerade Blitzwiderstand wirst du auch im nächsten Akt gut brauchen. Also, glaube ich, allgemein jetzt erstmal. Ja. Der gute Eistee. Schmeckt schon gerade also so direkt aus dem Karton, schmeckt er schon so ein bisschen pappig. Das mich auch immer wieder mal ein bisschen an Patricks Eistee erinnert. Und bist du schon wieder durch? Ich ja. Merke das doch nicht. Patricks Eistee? Ja, wir haben vor 100 Jahren mal LAN gemacht bei Patrick. Das war irgendwie in der Nähe von seinem Geburtstag, also so März rum. Hey, der Schinderdschungel, Dungeon. Ja, okay, und? Und er hatte halt so irgendwie eine Flasche Eistee neben seinem Tisch stehen die ganze Zeit und trank daraus beim Zocken halt immer mal wieder, so wie du jetzt. Mhm. Und dann irgendwann haben wir nochmal LAN gemacht an Silvester bei Patrick und er hatte halt eine neue Flasche Eistee auf seinem Tisch stehen und trank daraus hin und wieder mal und die alte Flasche stand da aber immer noch? Ja, die Sache war, irgendwann hat er halt seine neue Flasche nach unten neben seinen Tower gestellt. Und dann so at random runtergegriffen und eine Eisteeflasche gegriffen und daraus getrunken. Und das war die auch vom März gewesen. Oh. Die war leicht plockig. Und er war kurz davor, sich auf seine Tastatur zu übergeben. Kann ich mir gar nicht erklären. Oh die Gott. Schaden. Schinder mit Blitzverzauberung. Unschön. Alter, was ist denn hier los? Ach, ich habe die ganze Zeit den falschen Skill selektiert. Ich bin einfach dumm. Das hast du jetzt gesagt. Oh, letztens einen YouTube-Ausschnitt von einem ganz großartigen Comedian gehört. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Aber er erzählte so aus seiner Studienzeit, dass er ein Referat gehört hat von irgendeiner Mitstudentin, die sich halt vorne hinstellte und sagte, ja, ich bin die und die. Die mich kennen, wissen ja, dass ich so ein bisschen verrückt bin. Gedöns, 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 kichernd. Und meinte dann zu seiner Tischnachbarin, sag mal, was meinten die, hä? Warum ist die ein bisschen verrückt oder was? Und meinte die Tischnachbarin, ja, das ist eine Freundin von mir und ja, die vergisst ganz oft Sachen oder läuft irgendwo gegen oder rempelt und fällt irgendwie um und dann kommt sie zu spät zu ihren Meetings und so. Die ist halt ein bisschen verrückt. Guckt sich so an und meinte, ach so, du meinst, die ist einfach dumm. Ah, traumhaft. Kadaverexplosion nicht so viel Mana brauchen würde. Oh, ein Eibenstab. Was kann der denn? Nichts. Also wirklich exakt nichts, außer einen Sockel haben. Na toll. Ich habe auch leider überhaupt keine Ahnung mehr. Irgendwie war das hier auch sinnig aufgebaut, dass man wissen kann, wo man lang muss. Aber ich habe es leider total vergessen. Andererseits haben wir jetzt hier auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und offensichtlich ist es links abbiegen. Wie so häufig. Na Mensch, hier geht's runter, Werte, das erwartet. Unfassbar. Gott, gab's hier nicht sogar noch einen Wegpunkt im zweiten Teil? Echt? Ich glaube ja.
Warum laufe ich eigentlich vor? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil du so viel Grim Dawn spielst. Jetzt sind meine Mana-Tränke leider auch alle. Spine-Kill. Stachelhauer. Boah, ey, was droppt denn hier alles? Hier nicht mal irgendwo ein leichter Mana-Trank. Mana-Trank. Riesiger Zauber. 6 bis 13 Feuerschaden. Kann man machen. Ja, kann man machen. So mal zwischendurch. Lass mal hier so lang gehen. Da so? Okay. Ja. Bist du gerade im Level aufgestiegen? Nee. Okay, dann kam der Sound irgendwo anders her. Vielleicht von deinem Söldner? Nee, der ist ja vorhin schon aufgestiegen. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Nicht genügend Magnolo. Schrein des Edelsteins. Oh, warte mal, ich habe diesen makellosen, ne? Ich habe diesen makellosen Körper, Augenblick. Den hole ich doch mal eben. Was soll ich mit dem Pilum, Alter? Kann ich dir ganz genau sagen. Na, ein perfekter Emerald. Dromenschleiflack. Oh, richtig geraten. Ach Gott, und das Ding war doch hier jetzt so groß. Ne. Ja. Ah. Nicht zurückverwandeln hier. Keine Sorge, wenn du dich zurückverwandelst, ich habe noch Zähne in der Hinterhand. Stehe ich hier mit meinen Zähnen in der Hand. Schlechte Samsas Traumanspielung. Ganz schlecht. Stehe ich hier und singe mit dem Rücken an der Wand. Kommen die Leute zu mir, denn ich habe Erdnüsse in der Hand. Von Ölche, ja, so lecker. Ich schieb sie mir hinein. Das Letzte, was ich möchte, sind Erdnüsse und noch ein Bein. Ich hätte jetzt irgendwas mit hart wie Stein gedichtet, aber mir fiel auch nichts. Das Letzte, was ich will, sind meine Nüsse hart wie Stein. Oh, da kommt ja gleich schon Mr. Oberkavenz Krüppel. Wenn wir hier dann einmal diesen ganzen Schlenker gelaufen sind. Kavenz Krüppel, der Mann, ja. Genau, das ist sein Name. Kavenz Krüppel, der Mann. Ich überlege gerade, man könnte sich halt so Diablo 2 Namen für, keine Ahnung, Filmcharaktere ausdenken. Keine Ahnung, Tyler Durden wäre dann zum Beispiel Wahnsinn Seife der Kocher. Das wäre schon geil. Ich brauche... Gehirn! Endlich habe ich ein Gehirn. Oh, und ein magischer Zersetzerkopf. Ist das eigentlich Zersetzer oder Zersetzter? Nee, es ist ein Zersetzerkopf, okay. Echt? Ja. Was. 2 zur Giftexplosion, super. Toll, dass ich ein Gift-Nekro mache. So, nu, warpen wir uns jetzt, oder? Ja, ganz ehrlich. Was für ein Glück. Was für ein Glück, ihr habt dein Gehirn gefunden.
Ich war schon besorgt, dass ihr niemals eins bekommen würdet. Ihr sprecht jetzt mit Ormus. Was haben wir hier noch so? Ring, Scheiße, 9% extra Gold auf einen kleinen Zauber. So, ja. Wer macht denn sowas? Wo gehen wir denn jetzt hin, Gandalf? Erstmal auf Wacken. Wegpunkt Schinderdschungel auf jeden Fall. Ja. Und dann müssen wir, glaube ich, ein paar Meter laufen. Oh nein, nicht schon wieder laufen. Oh, doch. Oh, ich muss vor allem mal Skelette nachbelegen. Zack, zack. Gut, dass hier noch so viel Leiche rumliegt. Richtig. Schon wieder mein Geist tot hier. Ich, das gibt's doch nicht. Vielleicht sollte ich da auch nochmal wieder ein paar Punkte reintun. Ja. Kann ich eigentlich mal machen. Dann kriegen wir alle mehr prozentuales Leben. Ja, richtig. Und mein Hau-drauf-Skill kommt eh erst mit Level 30. Ich frage mich gerade, der Geist hat ja eine bestimmte Menge Hitpoints, ob sich seine Aura auch auf sich selbst auswirkt. Das könnte sein. Sollen wir gleich mal gucken, ob die Aura auch unter ihm auftaucht, aber scheint nicht der Fall zu sein. Nee. Nee. Okay. Schade eigentlich. So, dann kommen wir ja jetzt schon als nächstes nach Oberkurast. In Wirklichkeit unter Kurast. Ob er aber unter Oberkurast kommt oder aber über Oberkurast kommt. Oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. Gut, dass meine Skelette einfach hinten irgendwo stehen bleiben und ne. Oh, da sind wir auch schon. Na, und wie erwartet, verwandle ich mich natürlich im richtigen Moment zurück. Ja. Yeah. Stormtree. Sturmbaum. Holzbaum, Faustkopf. Was? Pfeifenkopf. Ach, ich nehme mal den Mana-Trank mit, weil's geht. In Unterkurast ist auch zur Abwechslung einfach mal nichts. Außer dem Wegpunkt. Hier müssen wir nur durch, ne? Gibt's hier nicht noch so ein optionales Quest mit irgendeinem so komischen Buch? Nee, das ist auch erst in der nächsten Ebene. Mein Gott. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ich meine ja, in Unterkurast ist einfach mal nix. Oh, noch eine Talrune. Hey. Ein Doom-Ape. Na, die guten Affen der Verdammnis. Eine Nefrune. Wie ist das hier eigentlich mit der Kanalisation? Müssen wir da durch, oder? Ja, da ist nämlich Kalims Prängel. Ah, richtig. Nee, was fehlt noch? Sein Herz ist da in Wirklichkeit. Ja. Ja, aber den Prängel brauchen wir doch auch noch, oder? Also ich brauch den nicht. Aber, achso, den Prängel meinst du? Den finden wir aber erst in Travinkal, beim Hohen Rat. Ja. Er droppt ja dann quasi. Vergnügt sich nämlich damit. Kalims Auge, Gehirn und Herz wurden in alle vier Winde verstreut. Nur der Prängel blieb beim Hohen Rat und diente dort weiter. Hauptsache, ich gerapp dir erstmal den Zauber weg. Hier kannst du haben, macht 6 Giftschaden. Toll. Der Bazar von Kurast. Aber ich würde sagen, wir machen hier gerade noch kurz diese Gruppe platt und dann widmen wir uns dem Bazar in der nächsten Folge, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Vorher grab ich noch den Riesenzauber. Zum nächsten Beat-Bazar. Ich meine Flohmarkt. Ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Bis dann.